ganz normaler Mensch hat eigentlich nicht mit behinderten Menschen was zu tun. Also ich würde mich jetzt schon so als relativ normal ansehen. Man merkt halt schon, wenn man mit den Leuten dann rausgeht, dass man schief angeguckt wird. Für viele Menschen ist es halt schwierig, sich auf behinderte Menschen einzulassen. Aber es macht dann auch einfach Spaß, ein bisschen Zeichen zu setzen und dagegen zu wirken. Ja, es sind sehr oft Fälle, dass man den Menschen teilweise weniger zutraut, als sie wirklich können. Ich bin ja auch im Musikverein, ich bin im Turnverein und ich mache auch noch Yoga. Ich habe auch schon 2 Marathons gelaufen. Einmal in Köln und einmal in Berlin. Und ich habe ihm zum Geburtstag einfach mal geschenkt, weil ich gesehen habe, wie gut er schwimmen kann. Wir probieren jetzt einfach ein Schwimmabzeichen. Ich habe mit ihm auf der Liste geguckt. Wir haben Bronze geschafft und haben die Eltern mich angerufen. Der war wohl wochenlang glücklich. Also man bekommt von Menschen mit Behinderungen unheimlich viel zurück. Die sind teilweise viel lebensfroher. Einmal waren wir schwimmen und sie hat die ganze Zeit mit so einem Jungen geschäkert und das fand ich einfach zu süß. Das war unglaublich. Die können unheimlich offen über Gefühle sprechen. Oder auch, wenn ich klingel und dann stürmt er die Treppe runter und ich höre schon, wie er ruft, hurra, hurra. Und wenn er dann die Tür aufmacht, dann ist er aber trotzdem schüchtern und traut sich erstmal mir gar nicht Hallo zu sagen. Ja. Nee, alle Menschen sind nicht gleich. Nein, jeder Mensch ist etwas Besonderes. Nee, es ist normal, verschieden zu sein. Jeder Mensch ist gleichwertig. Alle Menschen haben ähnliche Bedürfnisse. Mein größter Traum wäre, eine Arbeit zu finden und also so irgendwie einen geregelten Tagesablauf zu haben mit Arbeit und allem, was dazu gehört. Arbeiten gehen, einkaufen gehen, normales Leben wie jeder andere führen und ich glaube, das gibt den Menschen auch eine gewisse Lebensqualität. Und die ist seitdem so selbstständig geworden, sie macht ihre Termine selbst, sie hat eine eigene Wohnung, sie wohnt für sich. In Alphatal. Da wollte ich nicht mehr hin. Was machen wir sonst noch? Spielen. Genau, spielen. Wir gehen auf den Spielplatz. Schwimmen. Und wenig Golf. Also wir sind, glaube ich, auch eine große Entlastung für die Eltern und für die Geschwister. Überall, wo es nur geht, wirklich ambulant, weil, wie gesagt, dadurch einfach viel mehr Selbstbestimmung und Individualität gegeben ist. Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderung zu integrieren in die Gesellschaft und sie bedingungslos an allen Angeboten teilhaben zu lassen, die es gibt. Es sollte einfach selbstverständlicher sein und nicht etwas Besonderes bleiben, dass Menschen mit Behinderung im Alltag dabei sind. Jeder Mensch hat das Recht, ein ganz normales Leben zu führen und somit hat auch ein Mensch mit einer Behinderung das Recht dazu. Mit dem FEMA verbinde ich den Versuch, Menschen mit Beeinträchtigungen zu ermöglichen, ein Leben so normal wie möglich zu führen.